Ich will jetzt schon eine Botschaft setzen, lieber Herr Minister Özdemir. Und alle, die Verantwortung tragen, hören Sie mir gut zu. Das ist keine Androhung, das ist kein Wink mit dem Fähnchen. Das ist eine klare Ansage. Wenn diese beiden Maßnahmen nicht gestrichen werden, und zwar ersatzlos gestrichen werden, dann kommen wir wieder, nicht nur nach Berlin, dann werden wir ab 8. Januar überall präsent sein, in einer Art und Weise, wie es das Land noch nicht erlebt hat. Wir nehmen das nicht hin! Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und nicht zuletzt Finanzminister Lindner wollen uns Bauern, die Landwirtschaft zusätzlich mit 1 Milliarde Euro per annum pro Jahr mit höheren Steuern belasten. Das ist eine Kampfansage. Und diese Kampfansage nehmen wir an. Das ist hier heute nur der Auftakt. Das ist die Botschaft an die Bundesregierung. Und wir sind nicht nur hier in Berlin. Wir sind auch heute schon vor Ort mit vielen Traktoren. Und wenn die Bundesregierung diese unzumutbaren Vorschläge, und ich meine den Vorschlag zur Besteuerung unserer Fahrzeuge und den Vorschlag zum Agrardiesel, nicht zurücknimmt, werden wir ab 8. Januar dafür sorgen, egal ob es Winter ist oder nicht, dass es einen sehr heißen Januar geben wird. Wir sind schon belastet mit mehreren 100 Millionen Euro pro Jahr an zusätzlichen Abgaben bzw. Kürzungen. Ich nenne die Kürzung zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft über 70 Millionen Euro, die Kürzung bei der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz annähernd 300 Millionen Euro. Das ist schon eine massive, nicht hinnehmbare Belastung. Aber das, was jetzt vorgeschlagen ist, das schlägt dem Fass den Boden aus. Jawohl. Das Ganze steht unter dem Stichwort Haushaltskonsolidierung. Wir müssen sparen. Schauen wir uns mal den Haushalt an. Deutschland hatte noch nie so hohe Steuereinnahmen wie jetzt. Die Steuereinnahmen sprudeln. Das ist kein Einnahmenproblem, das ist ein Ausgabenproblem, liebe Bäuerinnen und Bauern. Und Bundeswirtschaftsminister Habeck steht dazu, unterstreicht das Ganze noch. Ich kann ihm nur einen Rat geben, der Außenministerin Annalena Baerbock zu empfehlen, dass sie nicht weiterhin deutsches Steuergeld in anderen Ländern verschenkt. Diese Politik
In der Form muss ein Ende haben. Das Steuergeld muss vorrangig dafür verwendet werden, dass Deutschland eine Zukunft hat, dass die Menschen, die die Steuerlast erbringen und deren Kinder und Enkel eine Zukunft haben, damit wir Bauern, die Bauernfamilien eine Zukunft haben. Das, die Demonstration hat es fast zum Überlaufen gebracht. Vieles ist der Landwirtschaft in der Vergangenheit zugemutet worden, auch vor der jetzigen Legislatur, beispielsweise Pflanzenschutzverordnung etc. Aber das ist jetzt zu viel. Und ich sage an dieser Stelle, wir nehmen das nicht mehr hin. Wir nehmen den Kampf an. Und ich bin mir sicher, andere Berufsgruppen werden zu uns aufschließen. Das Transportgewerbe. Die Gastronomie. Und viele andere auch. Wir brauchen eine anders ausgerichtete Regierungspolitik. Wenn das nicht kommt, das sage ich so deutlich, dann brauchen wir einen Regierungswechsel. Herr Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir, liebe Bäuerinnen und Bauern, wir sind alle sehr gut erzogen. Wir wissen, was sich gehört. Und deshalb, Herr Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir, Respekt, dass Sie heute hier sind. Respekt, dass Sie sich den Bauern und Bäuerinnen stellen. Respekt. Und ich weiß auch, dass Sie von Anfang an, was den Agrardiesel und die Streichung anbelangt, gewarnt haben. Aber eines muss ich in der Deutlichkeit sagen. Wir erwarten von einem Bundeslandwirtschaftsminister, dass er sich mit ganzer Kraft, mit Herzblut für die er Verantwortung trägt, nämlich für die Bauernfamilien, für den ländlichen Raum einsetzt. Und das erwarten wir auch von Ihnen. Und im Notfall erwarten wir auch, dass Sie Ihr Amt zur Disposition stellen, wenn die Regierung, der Bundeskanzler, der Bundeswirtschaftsminister und die Regierung nicht und der Finanzminister nicht zuhört. Sie müssen Druck machen. Da setzen wir jetzt auf Sie. Der Wähler ist bekloppt. Der Wähler in diesem Land ist bekloppt. Die wählen ihre eigenen Totengräber. Sind die alle nicht ganz dicht oder was? Ich will doch nicht die grüne Scheiße. Die grüne Scheiße.